Willkommen bei der Food Show und willkommen Kettle Discovers. Diese Kettle Chips sind mal wieder eine ganz besondere Art, weil die habe ich mal gesehen vor ein paar Monaten schon. Die habe ich schon länger im Schrank liegen. Ich habe sie aber immer noch nie zugekommen, sie zu testen, weil ich mal was anderes hatte. Dann hatte ich da wieder was, aber ist ja egal. Diese Chips habe ich entdeckt bei Kaufland. Da gibt es die auch immer noch. Also ich habe die da schon öfters auch stehen sehen. Ich habe sie mir mitgenommen, weil es halt geile Sorten sind. Weil ich finde mal bei Chips mal was Besonderes, als statt immer ungarisch. Paprika ist dann nicht das ganz Ungarische, aber irgendwas anderes. Dann Sweet Chili, scharf und so. Aber es ist halt immer so dieses gleiche Wirrwarr oder Einheitsbrei bei Chips. Diese sind mal was ganz anderes. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen aus der Entfernung, die zeige ich euch natürlich gleich nochmal richtig. Einmal gibt es hier Gressingham Duck. Kann ich gerade nicht ganz sagen, aber ich weiß nicht, was das für eine Ente ist. Also es ist Ente vom Geschmack. Mit Pflaumensoße und Frühlingszwiebeln. Finde ich total geil, die Idee. Einfach mal Entengeschmack mit Pflaumensoße. Was ich auch interessant fand, New York Deli, das ist ein Sandwich mit Bastrami-Geschmack, Gewürzgurke und Senf. Auch geil. Und wo ich mich sehr drauf freue, was aber, denke ich mal, das Einfachste ist, aber ich freue mich einfach nur, weil Knoblauch draufsteht, ist Potato Bravas. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so kleine Paprika, das sind so kleine Kartoffelwürfel. Die gibt es meistens beim Spanier. Also eher so in Richtung Kroketten-Pommes, nur relativ dick. Mit Paprika und Aioli. Und ich freue mich einfach über Aioli, weil Knoblauch. Aioli-Chips gibt es ja irgendwie nicht wirklich. Es gibt ein paar Aioli-Chips, die finde ich auch okay, aber es könnten mal mehr sein. Da könnte mal so, so ein richtiger Wumms mal kommen. Aber naja, darum geht's bei diesen Chips, um die Geschmackssorten. Und jetzt sage ich euch auch wieder, wie sie schmecken. Probiert habe ich sie noch nicht. Wir fangen mal mit Ente in Pflaumensoße an. Also wirklich Ente, Pflaumensoße, Soße, Frühlingszwiebeln. Von den Zutaten, von den Nährwerten 125 Gramm auf 30 Gramm, auf 100 habt ihr 506. Hier sind nichts Besonderes drin. Hier oben steht nochmal von Hand frittierte Kartoffelchips mit Entenfleischgeschmack, Pflaumensoße und Co. Jetzt sind wir mal gespannt. 130 Gramm hat so eine Tüte. Ich bin gespannt, was es geschmacklich kann. Es riecht auf jeden Fall schon mal leicht nach Ente. So ein bisschen, wenn ihr euch so eine Asia-Suppe aufgießt mit Entengeschmack. Da seht ihr den Kartoffelchip. Okay, da könnt ihr jetzt nie viel sehen. Die Frühlingszwiebeln sind, denke ich mal, die Deko, die da drauf ist. Aber der Geschmack ist das Entscheidende. Das schmeckt nach Ente und Pflaumensoße. Im ersten Moment schmeckt es nach Kartoffelchip. Und dann so, wenn sich das alles verbunden hat im Mund und dann hinten die letzten Berührungen auf der Zunge erwischt, schmeckt das, was draufsteht. Außer die Frühlingszwiebel, die schmecke ich jetzt nicht so. Jetzt schmeckt man auch nicht viel. Und jetzt schmeckt nach Ente und Pflaumensoße. Finde ich mal geil. Jetzt mal was anderes. Dann wieder dieses schön knusprige. Das können die von Kettle einfach richtig geil, muss man einfach sagen. Aber das ist in der Kombi eine interessante Mischung. Weil jetzt nur das Knuspern. Jetzt kommt so langsam die Pflaume. Und jetzt kommt die Ente. So ganz am Ende kommt dann die Ente. Also schmeckt. Also wer Entengeschmack mag oder gerne mal Ente isst, nicht wundern, ich trinke jetzt was, um den Geschmack loszuwerden. Der wird sich sehr drüber freuen. Also würde ich mir echt nochmal kaufen. Ist nichts, was ich immer essen könnte. Also so ab und zu mal, weil man was anderes zu essen, finde ich das ganz geil. Schauen wir mal direkt in die nächste Sorte rein. In die Bastrami Rindfleisch Dill Senfgeschmack. Chips. Die Kombi klingt auch geil. Insgesamt ist das geil. So, schauen wir mal. Das riecht nach Gewürzgurke. Also die Gewürzgurke riecht man sofort. Also ihr seht ja auch den Tüteninhalt. Also das ist die gleiche Angabe. Also Nährwerte habe ich euch hier gar nicht gesagt. 500 Gramm exakt. 500 Gramm. Auf 100 Gramm glatt 500 Kalorien. Der Chip sieht nach gar nichts großartig aus, außer Kartoffelchip. Das ist nach Gewürzgurke riecht, finde ich geil.
Das schmeckt nach Subway. Also, wenn ihr schon mal bei Subway wart, ich esse gerne bei Subway auch Rindfleisch mit Gewürzgurken. Also, ich mag lieber Gewürzgurke als richtige Gurke. Ist einfach für mich, ich mag den Geschmack einfach sehr. Und das schmeckt fast wie ein Subway im Leben. Also, das, nur ist noch zwei Scheiben Brot dazwischen und dann schmeckt das wie bei Subway. Das schmeckt ein schöner Gurke. Den Senf schmeckt man gar nicht groß. Jetzt kommt auch der Dill. Ja. Und dann kommt das landesweite Rindfleisch. Also, das ist mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also, ich bin sehr angetan. Schmeckt, finde ich, sogar noch einen Ticken besser als die Ente. Also, das hat einen ganz anderen, also hat einen viel intensiveren Geschmack von der Art. Und dann schauen wir auch direkt in die letzte Sorte. Also, wenn wir so von der Punktevergabe müssen sagen, also hier will ich schon so eine gute 9 geben. Also, die finde ich echt geil. Die würde ich mir sogar öfters mal kaufen. Die sind einen Ticken schlechter. Also, die Ente ist da. Die Pflaumensoße auch. Aber das ist nichts, was ich mir öfters kaufen würde. Einfach nur mal so vielleicht, um den Kick reinzubringen. Hier würde ich mal sagen, eher eine 7. Hier gibt es eine 9. Jetzt bin ich mal gespannt auf Aioli, weil Aioli ist das. Also ich bin sehr knoblauchresistent. Also muss was, wenn Aioli draufsteht, auch nach Aioli und Knoblauch schmecken. Riechen tut es erstmal nach nicht viel. Geräucherte Paprika mit Knoblauchgeschmack. Von aus Optik sieht man diesen leichten Paprika-Design oder Optik. Bin mal gespannt. Also, da habe ich jetzt nicht viel geschmeckt. Jetzt gucken wir mal bei der nächsten. Ja, also es schmeckt wie ein guter Paprika-Chip, kann man sagen. Aber Aioli, also es brennt ein bisschen. Also die Sorte enttäuscht mich. Also hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Oh, ich dir mal ein etwas größeres. Der letzte, ich probiere es jetzt nochmal, aber wenn nach 4 Chips es nicht so schmeckt. Ach. Ja, es schmeckt halt nach diesen Kartoffeln mit Paprikasalz da so ein bisschen. Aber Knoblauch, getrockneter Knoblauch soll ja dran sein. Also entweder bin ich zu robust für den Knoblauch, also ich merke, dass da eine Schärfe ist von dem Knoblauch, aber ich schmecke keinen Knoblauch. Aber das ist, ups, jetzt habe ich irgendwas im Hals. Entschuldigt bitte. Nee, also bei Aioli, wenn du dann noch Wasser trinkst, dann kommt meistens das Kräftige. Und das ist schade. Aber insgesamt kann man sagen, also das sind die drei Sorten. Die Batatas Bravas mit Paprika Aioli finde ich am allerschwächsten, muss man wirklich sagen. Also da habe ich mir jetzt, wenn ich die anderen beiden davor probiert habe, hätte ich mir hiervon auch was erwartet. Da muss ich leider sagen, gute Paprika Chips mit ein bisschen Schärfe. Also man merkt diese Aioli Schärfe, diese Knoblauchschärfe, die ist einfach da. Und da fehlt der Aioli Geschmack, finde ich. Das ist ein bisschen schade. Also hier würde ich mal sagen, ne. Die sind halt lecker, das sind immer noch Chips, aber ich würde mir eine 5. Also eine 5 von 10 mehr würde ich nicht geben. Bei den Entenversionen, also die schmeckt wirklich nach Ente, aber nur am Ende ganz kurz. Und die Pflaumensoße schmeckt man raus. Kriegt von mir wirklich eine 7. Aber das Geilste, muss ich sagen, ist wirklich New York Deli Pastrami Dill Pickled Mustard. Kriegt eine 9. Das war echt geil, weil da hat man einfach ein Gefühl, ob man gerade ein Sandwich isst. Also ein Kartoffelchip und dann kommt dieser Sandwich-Geschmack. Und der ist auch eigentlich wirklich da. Das ist das Besondere dran. Also das ist so meine Rangfolge, wo ich sagen würde, also Platz 1 bleiben die New York Delis, Platz 2 wird die Gratingham Duck und das letzte ist Batatas Bravas. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja bei
Kaufland kaufen, weil Kaufland gibt es im Sortiment. Ich habe es auch selbst gekauft dort. Kosten, glaube ich, 1,99 Euro oder 1,89 Euro. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben die im Sortiment. Die würde ich euch wirklich mal ans Herz legen. Die, wenn ihr darauf steht, wenn ihr auf Ente steht, probiert die auch aus. Und die Bravas, ja. Wenn ihr Paprikamöl könnt ihr die auch mal kaufen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War mal ein interessanter Test. Auch ein bisschen länger, weil es 3 Produkte sind. Entschuldige ich das immer, aber bei 3 Sachen auf einmal kann ich das Video nicht auf 4 Minuten kriegen. Da muss ich viel zu schnell essen und kann den Geschmack gar nicht rausfiltern. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schaut auf Instagram und auf Facebook vorbei. Und ich freue mich hier über eure Kommentare oder auf Instagram und auf Facebook. Da werde ich die Dinge jetzt auch nochmal posten. Und dann sage ich danke und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Bob.